Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbilder. In der letzten Folge haben wir ja quasi ein bisschen Lehmhütte noch gemacht, das Fundament gemacht und jetzt sind wir ja noch hier an den neuesten Balken dran. Aber zuerst sage ich natürlich mal Danke für die vielen Däumchen und die vielen Kommentare. Zwar im Voraus, weil ich nehme immer noch in derselben Session auf, mir macht das Spiel echt Laune. Aber pro forma sage ich schon mal Dankeschön. So, müssen wir mal schauen. Das hier sind alles durchgängige Balken, wenn ich das richtig sehe. Und auch dieselbe Länge. Also werden wir jetzt mal hier unser schönes Ausmaßband dran halten. Das sind 3,40er Balken. Okay. 3,40 Meter. Das heißt, wir rempeln dann hier mal den Baum um. Der unheimlich laute Kettensäge. Rums. Schauen wir mal. 3,40 Meter. Oh, kriegen wir sogar zwei. Nein. Zwei Stück raus. Herrlich. Ich dachte, ich müsste jetzt hier noch drei Bäume umflexen. So. Die restlichen Stummel können wir sehr gut gebrauchen. Zu kurz? Wie zu kurz? Dein Ernst? Ich habe die auf 3,40 Meter geschnitten. Wie zu kurz? Liebes Spiel. Wollte mir jetzt unterstellen, ich weiß nicht, wie man ein Maßband hält, oder was? Hast du kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Oder was? Habe ich den ja gerade gemessen? Okay. 4,70 Meter. Habe ich den da gerade gemessen? Okay. Liebe Spieler, das ist recht. Ich kann das Basenmaß nicht halten. Also 4,70 Meter. Dann schmeißen wir noch einen Baum um. Muss natürlich jetzt hier so viel Gebüsch sein. Das ist auch wichtig. So, 4,70 Meter. Also circa. Also klar. Der reicht nicht. Das Ding können wir hier einfach entasten. Entrinden. So wie den. Legen wir dann hierbei. Gucken wir mal, was wir damit machen. Moment. Ja, das geht. So, dich legen wir auch mal dabei. Musste gerade, also die Bäume stehen tatsächlich wieder, weil ich gerade laden musste. Weil dieses, du musst den Baumstamm erst entrinden, diese Meldung ging nicht weg. Ich denke mal, das ist euch in der letzten Folge auch schon aufgefallen. 4,70 Meter haben wir gesagt, ne? Sieht das hier aus? Nö, ganz knapp nicht. Entrinden wir trotzdem. So, den bauen wir jetzt schon mal ein hier. Zack. Das läuft der wie Länderspiel hier. Legen wir dann auch schon mal hier bei. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein Bäumchen umkloppen hier. Das müssen auch garantiert noch mehr umgekloppt werden. Timber! Gott sei Dank ist die Arbeitsleuchte nicht kaputt. Der Chef hätte mich mal Kopf kürzer gemacht. So, 4 Meter und 70. Zap. Und Zap. Ja, doch ein
Kettensäge mal weg, bitte. So. Perfekt, ja. Ist die Frage. Können wir hier irgendwas noch bearbeiten? Hallo? Guten Tag. Da war mal kurz Fuchs und Wildschwein unterwegs hier. Nehmen die alle mal auf die Hand. Und gucken mal, ob wir die hier irgendwo. Kurz. Noch reinpressen können. Ne? Okay. Die restlichen passt das nicht. Das heißt, wir machen hier erstmal wieder Kürmel. Hier noch. Sollte auch eigentlich hier nicht liegen. Zack. Hey, ganz schön aufwendig, so ein Holzhäuschen zu bauen. Ja, müssen wir jetzt erstmal messen. Erstmal trinke ich einen Schluck. Ach, mit geölter Stimme geht es auch deutlich besser. So. Was haben wir denn jetzt hier? So, das ist 4,40 Meter. Dann wird der Ende auch garantiert 4,50 Meter sein. Brauchen wir hier ganz langen Drüssel und hier vorne auch einen ganz langen Drüssel. Aber kümmern wir erstmal um uns die drei Stück. Hier im Baum fällen. So. Und nicht so viel Grünzeug hier am Boden liegt. Fast aufs Haus gefallen. So. 4 Meter und 50. Das reicht nicht ganz, aber vielleicht akzeptiert das Spiel das trotzdem. Gucken wir mal. Nice. Okay. Akzeptiert das Spiel dann trotzdem. Das heißt, es ist nicht ganz so kleinlich. Zack. Das heißt, jetzt machen wir auch hier wieder 4,40 Meter. Machen wir das so. Wo kommst du denn her? Okay, dafür ist er zu kurz. Das macht Sinn. Der passt auf jeden Fall. Da vorne der ist auch zu kurz. Das heißt, müssen die jetzt wieder hier. Das ist aber auch viel Verschnitt, ey. Eck mich am Zuckerli. So, was haben wir jetzt hier gesagt? Hier haben wir gesagt. Na, sagen wir mal 6 Meter. Und hier. Wahrscheinlich einen ganzen Baum. 6 Meter und einen ganzen Baum. Okay, dann. Aufhält. So, dann messen wir hier einmal. Das Spiel macht mir irgendwie unheimlich viel Spaß. Ne? So, den scheppern wir da hinten mal rein. Latch. Und den müssen wir komplett entrinnen. Weil hier das auch geschummelt ist. Weil eigentlich brauche ich nur eine halbe. Ach du je.
Ja, gut. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder unser Zeug hier in die Hand und gucken mal, was wir schon alles platzieren können. Okay, das war's. Da hinten diesen kürzer. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Der ist auch kürzer. Okay, nur der muss lang. Und der da muss auch lang. Okay. Der ist auf jeden Fall zu kurz. Und der hier auch. Okay. Das heißt, schmeißen hier mal wieder alles hin. Einfach mal den Brocken hinschmeißen. So. Und die Sache, wo fängt der an? Da fängt der an und geht bis da. Eieiei. Wie soll ich das denn messen? Sind wir uns einig, 4,50 Meter, ja? 4,50 Meter und... Ich würde sagen 3,50 Meter. Achso, ihr dürft es nicht vergessen, ne? Early Access. So. Haben wir gesagt, 3,50 Meter. Komm schon, bitte lass den anderen einfach 4,50 Meter sein. 5,30 Meter. Also ich weiß jetzt gar nicht, was 4,50 Meter. Lass uns einfach mal gucken, ob wir den da reinklatschen können. So. Den. Hat geklappt. Na, eins. So, wir sammeln uns jetzt hier mal unser Kleinholz auf. Kurz. Zu kurz. Der passt. Zu kurz. Eieiei. Das ist aber auch, Aufgabe. Weiß gar nicht, habe ich hier noch irgendwas, was ich freischalten kann? Nö, ne? Was war das? Was ist das hier? Okay, das ist Beschalungsbretter und sowas. Und tapezieren, Mauern. Leider 18 Stämme. Mit dieser Fertigkeit werden alle Bäume bereits entrindet. Okay. Ja, dann. Ja. Das ist das Wildschwein wieder. 4,50 Meter. Und 4,50 Meter. Das heißt, ein Baum. Circa mit. Ach, durch die Gegend fliegen hier. So, gucken wir mal eben. 8 Meter, 50. Okay, machen wir die. Oder so vermitteln das ein bisschen. New Skill Available. Was ist das? Damit lassen sich die Stämme schnell eindrücken. Das ist ja schon mal was. Ja, das ist ja schon mal was. So, das hier. Und das hier. Und was seid ihr? Ihr seid doch bestimmt auch 4,5 Meter, oder? Das wieder ein kurzes. Ein kurzen haben wir noch genug. Da hinten ist eine Baumlänge und zwei halbe. Oh, der Hirsch! So. Das ist ein Thema Survival. Ich dachte so, weil...
dachte, wir könnten heute Abend schön grillen oder so. Das sind auch kurze, die können wir auch mal eben. Mal hier nebenlegen. So. Jetzt sind da jetzt schon wieder so komische Größen hier, ne? 3,30 Meter oder 3,40 Meter, 4,50 Meter. Okay. Wenn man so einfällt, ne? Theoretisch, wenn wir nicht vorher entrinden, haben wir doch weniger Arbeit. Das dauert ja genauso schnell, als wir quasi im kurzen entrinnen. Aber gucken mal, wenn wir die alle in der Mitte durchschneiden, ob das dann trotzdem hier überall funktioniert. Der nicht, weil der ist, genau. Der muss länger sein. So. Einmal kurz. Und dann wieder lang. Macht ja auch Sinn. Aber das ist eine furchtbar coole Holztechnik. Also ich finde mit Holzarbeiten auch sehr geil. Mein Opa, der war ja Schreiner. Und das war schon, ist schon sehr cool. Vor allem so Holzhaus bauen, wenn man da alles am Werkzeug, also wenn man es jetzt professionell aufbaut, ne? Also nicht so hobbymäßig aufbaut, sondern professionell aufbaut, wenn man alles für Werkzeug hat, ne? Also für unterschiedliche Kettensägen und so weiter und so fort. Zum Beispiel auf YouTube gibt es Holz von Scholz, finde ich sehr cool, die machen sehr geile Videos und haben auch sehr geile Videos gemacht, zum Beispiel auch über, die Tools, die man quasi braucht. Ah, hier brauche ich auch noch ein kleines Schiff. Um so ein Holzhaus zu bauen. Ne, das ist zu kurz. Okay. Lang genug. Was für verschiedene Kettensägen aufsetze und so. Also wenn man das richtig professionell macht, was ist da... Ne, die sind alle zu kurz, oder? Was ausmachen? Blöd. Also, ne, für diese Übergänge hier, wie man die schneidet und unten drunter, wie man die quasi anpasst, dass die also so aushöhlt, dass die aufeinander liegen und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool. Ey, Fuchs, was ist mit dir? Die ist gefährlich. Geh bitte. Danke. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall weiter den Baumbestand hier ein bisschen runterschrubben. Neues Level. Was ist das? Das Gerät misst automatisch die Maße auf der linken und rechten Seite, wo die Stimme geschnitten wird. Nice! Das ist gut. Das ist richtig gut. Oh, das ist richtig gut. Das spart viel Arbeit. Zwar noch, wenn man die Zahlen auch noch lesen könnte.
aber irgendwie geht's ja. So, einmal. So, da fehlt uns wieder ein kurzer. Ach du je. Ach du je, wenn du zu lang in der Hand hast, dann schneidet der das zu. Aber woher sehe ich, was ich gerade in der Hand habe für einen? Der könnte da hinten passen. Zack. Dann passt der auf jeden Fall da hin. Was mit dir? Können wir da hinklatschen? Können wir hier rein, sollte ich unsere Kurzen loswerden. Da, da geht's nicht weiter. Schade. Schade, 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 Schokolade, aber ist nicht schlimm. Nehmen wir hier oben mal noch ein paar Bäume weg. Timber! Das ist also ein nicht fällbarer Baum. Okay. Baum drauf. Maßband kannst du automatisch Holzelemente im Bauplan messen. Na, jetzt. Zack. Zack. Da muss ein kurzer drauf. Da muss ein langer drauf. Da muss auch noch einer drauf. Der Fuchs. Ganz schön aufdringlich hier. So, was haben wir jetzt im Maßband? Das passt schon. Zack. Weglegen. Oder? Da drauf. Da muss auch ein kurzer hin und da hinten muss. Da muss ein langer hin auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob du da hinpasst. Zu kurz, okay. Das heißt, wir setzen dich hier hin. Das wird zugeschnitten, da kommt wahrscheinlich ein Fensterchen hin. So, das heißt, die lassen wir mal hier stehen fürs Fenster. Das heißt, hier brauchen wir auch wieder jede Menge. Jetzt. Mit dieser Fähigkeit werden alle gefällten Bäume bereits entrindet. Nice. Nehmen wir doch gerne. Gut. Macht's. So. Von der Theorie her kommt der hier ein langer rein und da ein langer rein. Das heißt, die brauchen wir schon mal nicht zusägen. Da kommt wieder ein kurzer rein, da können wir hier einen davon nehmen. Zack. Da kommt auch ein kurzer hin. Zack. So. Im Haus erspart den Zimmermann, habe ich mal gehört. So, den schmeiße ich da drauf. Dazu gesehen.
So langsam läuft, brauch ich, oder? New Skill. Was bist du denn? Mit dieser Fähigkeit kannst du lange Länge des Holzes um ca. 30% verschätzen, da du während des Verlegens bearbeiten kannst. Achso, okay. Natürlich. Aber das Coole ist ja, dass er das halt auch immer absägt. Kann ich da noch einsetzen? So, jetzt muss ich gucken. Sagen, da sägt er das ab. Können wir da einsetzen? Den können wir da einsetzen. Voller Traum. So, jetzt müssen wir einen ganzen Stamm wieder hier auf die Länge. Und dann müssen wir hier wieder einmal halb, aber erstmal gucken, was wir hier noch haben. Verdoppelt die Anzahl der Stämme, die beim mit dem Schneiden der Ketten. Das macht keinen Sinn, aber okay. Lass mal einfach mal so gelten. Achso, das ist wahrscheinlich beim Fällen. Ist das wahrscheinlich so. So, zack. Da sehe ich dir das wieder ab. Zack, zack. Da ist noch ein kurzes Stück. Zack. Guck mal, sind wir das ganze Kleinholz sind wir los. Geil, wir haben echt super kalkuliert. Würde ich behaupten. Na gut, wir sind aber noch nicht lange nicht fertig, ne? Aber Freunde, das war schon wieder für die Folge, ne? Wir sind immer noch an dem Häuschen dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.